Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu unserer Tutorial-Reihe zu PyTorch. Heute wollen wir unser eigenes Netzwerk in Python schreiben, unser eigenes neuronales Netzwerk. Und das ist gar nicht mal so viel Code, wie man sich jetzt vielleicht überlegen würde, denn PyTorch stellt euch so ziemlich alles zur Verfügung, das macht das Ganze sehr, sehr einfach. Trotzdem ist es so ein bisschen so ein Bauplan, was man alles haben sollte, von was man erben muss und wie oder was. Zwei Sachen solltet ihr vorweg können. Erstens mal Python, zumindest Vererbung, solltet ihr auf jeden Fall verstanden haben. Ihr müsst nicht Python komplett beherrschen oder sowas, aber jedes bisschen hilft euch. Vor allem Vererbung werden wir jetzt hier gerade ein bisschen brauchen. Und was ihr auch noch können solltet, ist zumindest grob verstanden haben, was ein neuronales Netz tut. So, jetzt wollen wir Folgendes erstmal machen. Wir machen ein sehr, sehr einfaches Netz und wir importieren erstmal nur Torch. Dann brauchen wir noch weiterhin Import Torch.nn. Das importieren wir als nn, als neuronales Netz, damit wir eben nicht so viel schreiben müssen. Sonst müssten wir jedes Mal Torch.nn schreiben. Das ist ein bisschen zu umständlich und gleich nachher brauchen wir noch ein bisschen mehr. Okay, so, was wollen wir machen? Wir wollen erstmal eine Klasse erstellen, die unser neuronales Netz sozusagen darstellt. Das ist Pflicht, denn man muss wirklich von was erben, damit man eben diese Klasse auch hat. Wir nennen es jetzt einfach mal mein Netz, groß geschrieben natürlich, wie man das eigentlich immer tun sollte. So, dann muss das Ganze erben von nn.module, das ist sozusagen die Base-Klasse und jetzt müsst ihr hier einige Methoden sozusagen definieren. Zuerst einmal brauchen wir eine init-Methode, init, yes, okay, und die machen wir gleich. Dann brauchen wir eine Forward-Methode, Forward, die erstmal self übernimmt, ja, das wird mir schon angegeben, und x bekommt. Und machen wir auch gleich. Dann brauchen wir eine weitere Methode, nämlich num-flat-features, num-flat-features. So, bekommt auch self und x. Okay, was ist jetzt was und warum brauchen wir das Ganze? Naja, jetzt wollen wir es erstmal kurz hier unten verwenden. Das heißt, nachher das Netz zu verwenden, ist sehr, sehr einfach. Netz ist gleich, mein Netz. Groß geschrieben natürlich, mein Netz. Ich habe es heute nicht so mit Großschreibung, merke ich gerade. Und dann wollen wir das Ganze einfach mal ausgeben. Das Ding lässt sich nämlich auch printen, das ist ziemlich cool. Und ja, jetzt wollen wir uns überlegen, wie das Ganze denn auszusehen hat und was diese einzelnen Methoden machen. So, init solltet ihr als Konstruktor erkennen. Ein Konstruktor definiert, was für Variablen ich später habe. Und jede eigene Schicht, also jedes Layer in meinem neuronalen Netz, also zum Beispiel ein Convolution Layer, ein lineares Layer oder sonst irgendwas, ist tatsächlich eine eigene Variable hier. Das hat zur Folge, dass wir natürlich auch jederzeit einzelne Schichten überspringen können oder sonst irgendwas damit machen können. Und das ist eben dieser Dynamic Computation Graph, von dem wir im ersten Video geredet haben. Das ist ziemlich geil. Und ja, deswegen solltet ihr immer so grob diesem Aufbau hier folgen, damit ihr immer schön eure Netze noch verwenden könnt. So, am Anfang brauchen wir erstmal den Super Constructor. Das heißt, wir müssen hier erstmal super initialisieren mit mein Netz, Komma und Self, Punkt, Bodenstrich, Bodenstrich, Init. Damit eben PyTorch auch für euch alles aufsetzen kann, was ihr so braucht. Also die ganzen Hintergrundgeschichten und so weiter, die macht dann eben PyTorch für euch. So, dann brauchen wir natürlich einige Layer. Und wir nehmen jetzt einfach mal zwei oder drei lineare Schichten. Das ist alles kein Problem. Wir sagen hier jetzt einfach, wir wollen self.lin1 ist gleich nn.linear. Und hier rein kommt jetzt auch wieder ein kleiner, naja, paar Parameter. Und zwar als allererstes, wenn ihr noch ein bisschen erinnert euch an den Kurs zu neuronalen Netzen, lineare Schichten, die machen eigentlich nicht wirklich was Sinnvolles mit neuronalen Netzen. Das heißt, hier werden wir schon noch in Zukunft sinnvollere Dinge machen, aber ich möchte euch jetzt einfach mal kurz zeigen. Und ich muss noch überlegen, wie ich das Ganze jetzt fertig aufbaue, diesen Kurs, denn
Ich will euch sowohl alles zeigen, aber ich kann euch auch nicht wirklich alles zeigen, weil es einfach so unglaublich viele Layer gibt und ich glaube, da wird euch früher oder später langweilig. Deswegen überlege ich, ob ich einfach so immer mal wieder abwechselnd euch was zeige oder einfach was mache oder ob ihr tatsächlich einfach in den Videos so switchen könnt. Aber das ist internes Überlegen von mir, das ist jetzt nicht wirklich relevant. Okay, was wir als erstes brauchen, sind die Input-Features. Das heißt, nehmen wir einfach mal an, wir stecken 10 verschiedene Features rein. Das zum Beispiel und wir geben 10 verschiedene Features raus. Gut, nächster Schritt. Das war die falsche Taste. Nächster Schritt, wir machen einfach genau dasselbe nochmal, zum Beispiel für eine zweite Schicht. Ein zweites Linear, jetzt nehmen wir was anderes. Wir nehmen ein Relu. Wobei, das machen wir erst nachher. Wir nehmen einfach wieder eine lineare Schicht und die muss jetzt hier, Achtung, dieselben Input-Features wie das hier Output-Features hat. Das heißt, die sollten schon so übereinander dieselben sein, sonst habt ihr nachher ein Problem, dass ihr den Output von der ersten Schicht nicht in den Input von der zweiten Schicht stecken könnt. Das ist das große Problem, da müsst ihr immer drauf achten, dass die auch wirklich ein bisschen, zusammenkommen. So. Das ist es auch erstmal zumindest schon. Das ist jetzt unser sehr, sehr grundlegendes Netz. Jetzt haben wir alle Schichten, die wir brauchen. Das heißt, wir haben jetzt hier einfach nur gesagt, wir wollen eine lineare Schicht, die eben 10 Inputs bekommt und 10 Outputs bekommt. Das heißt, die hat auch irgendwie so 10 Neuronen eben. Und eben mit dem linearen Schicht 2 genau dasselbe. Warum ist jetzt hier irgendwie noch nirgends die Rede von irgendwelchen Backpropagation oder sonstigen Zeugs? Naja, das ist alles separat gemacht. Das ist wirklich nur, was für Schichten es hier gibt. Der Forward Pass, das ist jetzt ein bisschen was anderes. Und zwar der Forward Pass, der rechnet dann auch tatsächlich den Input durch. Das heißt, der bekommt ja hier diesen Input rein und steckt ihn einfach komplett durch bis zum Ende, bis wir durch das Netz einmal komplett durch sind. Und dann könnt ihr ihn in den Backward Pass, den wir hier noch nicht drin haben, wieder zurückgeben. Das heißt, wir müssen jetzt diesen Input hier erstmal durch unser Netz jagen. Und wie machen wir das? Naja, wir sagen hier, x, das ist unser Input hier, wird verändert und zwar überschreibt sich das ganze Ding selber. So, jetzt brauchen wir Funktionen. Und das sind die Funktionen, die wir aus Import Torch .nn.functional bekommen. Klar, haben wir schon importiert im Endeffekt, aber wir machen das Ganze hier als f, das ist so die Konvention, weil es dann halt doch ein bisschen schneller geht. Man weiß, dass damit Funktionen gemeint sind und jetzt könnte ich hier über f. auf alle Funktionen zugreifen. Ihr könnt hier gerne mal durchscrollen und euch anschauen, was es da eigentlich alles gibt. Also es gibt hier elu, glue, hartan, linear gibt's, leaky relu gibt's, log sigmoid gibt's. Es gibt so einen Haufen Zeug, wir werden jetzt hier einfach mal nur ein ganz normales Relu benutzen. Das ist ein Rectified Linear Unit, das ist einfach eine ganz normale Aktivierungsfunktion. Das heißt, ihr habt hier im Endeffekt überhaupt keine Aktivierungsfunktion oder sowas angegeben, sondern wirklich nur gesagt, hier definiere ich meine Layer und hier unten im Forward Pass, da könnt ihr jetzt eure Aktivierungsfunktionen definieren. So. Okay, wie machen wir das Ganze? Naja, wir brauchen eine Aktivierungsfunktion auf was? Naja, auf unserer Schicht ja. Und die kriegen wir über self.lin1. Und hier einfach, Achtung, das liefert euch tatsächlich eine Funktion zurück. Also dieses lin1 ist tatsächlich am Ende eine Funktion, die ihr auf die Daten anwenden könnt. Das heißt, ihr könnt hier einfach sagen, so, das ist jetzt mein x. Oder ich überschreibe mein x. Das Ganze ist relativ cool gemacht. Wie gesagt, hier als Funktion zurückgegeben, in der ihr das dann einfach reinstecken könnt. Ganz normal. Und Gut, das Ganze machen wir natürlich nicht nur einmal, sondern natürlich gleich zweimal, allerdings hier mit der zweiten Schicht. Ihr könnt hier natürlich auch direkt die Aktivierungsfunktion in irgendwas anderes machen. Machen wir jetzt einfach mal hartan-h. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ich habe keine Ahnung. Das Netz hat auch nicht wirklich irgendwie jetzt einen tieferen Sinn. Das werden wir noch früh genug machen, keine Sorge. Und ja, das ist es erstmal. Ihr braucht hier nicht unbedingt... Achso, halt, stopp. Das Letzte sollte eigentlich immer ohne irgendeine Aktivierungsfunktion gemacht werden, damit wir auch natürlich einen Output bekommen. Und den wollen wir zurückgeben. Return x. So. Und ja, jetzt brauchen wir hier noch die letzte Funktion. Also wir haben uns hier jetzt aufgebaut, was für Schichten wir haben. Wir haben uns den Forward Pass aufgebaut. Das heißt, wir jagen einmal unser X durch unser Netz durch
Und jetzt wollen wir hier noch die numFlatFeatures berechnen. Das ist eine Funktion, die braucht ihr, damit eben nn.module euch das Ganze ausgeben kann, sinnvoll. Und das machen wir eigentlich relativ simpel. Wir nehmen jetzt hier nämlich einfach, also wir bekommen ja hier auch wieder unser x rein in dieses numFlatFeatures. Das ist einfach eine normale Dateneinheit, wie wir es hier eben auch beim ForwardPass haben. Das heißt, wir können hier sozusagen die Anzahl an Features berechnen. Und das machen wir, indem wir hier size sagen. Und Achtung, jetzt müssen wir einen kleinen Trick anwenden. Die size berechnet sich nicht als x.size ausschließlich, sondern als x.size außer der Batch-Dimension. Was ist die Batch-Dimension? Jetzt kommt ein bisschen was ins Spiel, das sollte auch Hintergrundwissen erfordern, weiß ich. Und zwar Batch-Dimension bedeutet, ihr steckt nicht immer nur ein einziges Datum sozusagen hier rein und lasst das durch das Netz laufen und trainiert damit, sondern ihr... So, da bin ich wieder, sorry. Und zwar jetzt nochmal kurz zu den Features hier. Ihr könnt die Batch-Dimension erstmal rauslassen. Was das ist, ihr steckt sozusagen nicht nur eine Dateneinheit rein, sondern eben gleich einen ganzen Packen. Das nennt sich normalerweise Mini-Batch oder Stochastic Gradient Descent oder sowas. Vielleicht habt ihr die Namen schon mal gehört. Das heißt, da werden einfach zum Beispiel 50 Dateneinheiten reingesteckt und ihr sagt jetzt, okay, diese 50, die steht zwar in x.size, also in dem Input-Vektor hier drin, aber die interessiert mich nicht, diese erste Dimension mit den, wie viele Einheiten stecken da jetzt drin, sondern mich interessiert nur, wie viele Einheiten oder wie sieht eine Einheit an sich aus. Deswegen sagen wir hier, das brauchen wir nicht. Gut. Und ja, jetzt haben wir im Endeffekt hier, können wir ausrechnen, wie viele Features wir hier haben, zum Beispiel eine, und dann eben jede einzelne Komponente in unserem X drin. Können wir jetzt hier aufsummieren, das heißt for i in size sagen wir number ist gleich, also die Anzahl an Features, die number of flat features hier im Endeffekt, das was wir gleich zurückgeben wollen, mal gleich i. Das heißt, die multiplizieren sich natürlich. Warum multiplizieren die sich? Naja, das habe ich euch am Anfang erklärt mit den Tensoren. Das heißt, hier steckt eigentlich nicht wirklich ein Tensor drin, sondern eine Variable. Aber eine Variable ist ein Wrapper für einen Tensor. Das heißt, hier steckt im Endeffekt schon ein Tensor drin. Und wir haben hier sozusagen jetzt 5 Kreuz 3 Tensor. Dann dürfen wir nicht sagen 5 plus 3, sondern wir müssen sagen 5 mal 3. So viele Features haben wir dann hier drin. Und das sind dann eben unsere Features. Summieren oder multiplizieren wir alle auf. Und dann sagen wir return num. So, wunderbar. Und das ist jetzt alles, um unser Netz hier wirklich funktional zu machen oder um es funktionieren zu lassen. Jetzt führen wir das einfach mal aus und wir sehen hier, mein Netz sieht folgendermaßen aus. Wir haben eine lineare Schicht mit 10 Input-Features und 10 Output-Features und wir haben eine weitere lineare Schicht mit 10 Input-Features und auch wieder 10 Output-Features. Nicht wirklich spannend jetzt das Netz an sich, aber spannend, wie einfach man eigentlich sowas schreiben kann. Also ich meine, im Endeffekt sind das hier die Zeilen, die man abändern sollte und das hier sind die Zeilen, die man abändern sollte und alles andere kann man eigentlich so übernehmen. Coole Sache und ja, das war's von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.